Oh, Kinders, die neue CSGO-Operation ist da, mit den ganzen Missionen, mit Stats, mit Leuten, mit Skins, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich zeig's euch, komm mal her. Die Missionen der Operation sind genauso gehalten wie bei der letzten Operation. Man hat wöchentliche Missionen, die man abarbeiten kann und mit denen man dann Sterne bekommt. Wir haben vorhin im Stream schon ein bisschen was geballert, werden heute Abend ab 22 Uhr auch wieder reinjuckeln. Also wem noch was fehlt oder wer mitmachen möchte, einfach rankommen. Was jetzt hier frisch dazu kam und es ist komplett insane, ist diese Sicht und zwar die Stats oder Analytics. Wir haben, warte mal, ich geh mal hier dazwischen. Die meisten Sachen erklären sich von selbst, was aber echt heftig ist, ist zum Beispiel das ganz rechts hier unten. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie ihr beim letzten Spiel auf Inferno, das wir heute gespielt haben, standet, wo ihr zum Beispiel die meisten Kills gemacht habt oder am meisten gestorben seid oder KD, keine Ahnung, wo die beste, da unten ist ja die Legende, wo halt eure KD irgendwie gut ist und wo überhaupt nicht, wo die Flash, die HEs, die Incendiaries und die Smokes am ehesten halt lagen bei euch. Das ist echt eine krasse Sache, finde ich. Auch diese Performance-Sache der Waffen ist ganz nett, aber erstmal ist nicht ausschlaggebend, weil wir ja halt jetzt eben nur zwei Spiele gemacht haben. Was aber ultimativ wichtig ist zu wissen für diese Spiele, ist diese Broken Fang Premiere-Geschichte. Und zwar könnt ihr, wenn ihr jetzt im ganz normalen Competitive spielen wollt, dieses Broken Fang anschalten, zack, und dann spielt ihr ausschließlich mit und gegen Leute, die das auch anhaben. Man kann das nur anschalten, wenn man sich den Pass gekauft hat für 13,99 oder so oder 14, 15 Euro so circa. Und in diesem Modus hast du so eine Art Liga-Erfahrung, so ein bisschen wie bei Faceit. Du kannst Maps wählen, also die Maps werden gevotet von den beiden Teams. Du musst ganz am Anfang wählen, ob du derjenige sein willst, der die Map am Schluss wirklich entscheidet oder ob du das Team sein möchtest, das entscheiden kann, auf welcher Seite ihr startet, CT oder T. Und ja, dann wird eben reingeballert. Im Spiel selbst gibt es auch nochmal so Stats-Einblendungen pro Runde, wie viel Prozent ihr reingeballert habt und wie der Win zustande gekommen ist. Alles ziemlich fancy. Diesen Modus kann ich jedem direkt ans Herz legen, der Matchmaking spielen möchte, einfach das hier anschalten. Denn auch Hacker und Smurfer sind da halt natürlich eher weniger vertreten, weil die sich ja wahrscheinlich nicht diesen Pass kaufen werden für ihre ganzen Hack-Accounts und man da natürlich dann chilligere Games hat. Ja? Es ist ähnlich wie eine Paywall bei anderen Anbietern, wie halt zum Beispiel bei Faceit. Da zahlst du ja auch für eine Hub dann 5 Euro und hast halt dann mehr oder weniger deine Ruhe, weil da halt nicht so viele Cheater extra 5 Euro zahlen, um da drin zu cheaten. Hier ist es ähnlich, nur ist es hier noch teurer. Dann ist euch sicherlich hier der Retake-Modus aufgefallen. Es gibt einen neuen Modus. Es ist ein 4 gegen 3, also ein 7-Mann-Modus. Und er funktioniert so, dass 3 Leute die Bombe legen und die anderen 4 retaken müssen, also die Bombe entschärfen müssen. Wir haben das direkt am Anfang gemacht, vor allem, weil es auch hier eine Mission war. Hier Retake, 10 Runden gewinnen, macht ultimativ viel Spaß. Endlich mal wieder was Neues. Dann gab es für den Danger Zone Modus eine neue Map, Frostbite. Die Map sieht ganz schick aus. Ich habe jetzt nicht allzu viel davon gesehen. Wir sind zwar Erster geworden in dem Spiel. Warte, wie kann ich denn, da reinwursteln? Ach so, ja, hier ist halt der Rang, aber wo sehe ich denn meine letzten Spiele? Keine Ahnung. Lese ich nicht. Ja, wer spielt halt aber auch schon wirklich, wirklich Danger Zone? So gut wie niemand. Aber immerhin habe ich jetzt meinen Danger Zone Rank. Und zwar bin ich jetzt hier Laborratte 1, aka Spitzmaus der Goldige. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt verhuddelt habe. Es gibt noch so ein komisches Menü. Ihr könnt jetzt in-game pingen und Leuten halt damit direkt mitteilen, dass da ein Feind ist oder dass ihr da hingehen wollt. Man kann eine Waffe pingen und da sieht man die Waffe. Also eure Mates sehen durch die Wände hinweg, dass da irgendwo eine AK liegt zum Beispiel. Ist ein nettes Gimmick. Da, Chatwheel. Da ist es. Wie ihr seht, kann man da viel einstellen. We should save, we should buy. Also gerade für die Leute, die halt kein richtiges Mikrofon haben oder immer mal wieder Probleme haben oder sich nicht trauen zu sprechen. Man kann sich das hier so einrichten, dass ihr wirklich als funktionierendes Mitglied des Teams arbeiten könnt, ohne zu sprechen. So, zu diesen ganzen tollen Neuerungen, von denen ich wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht alle abgedeckt habe. Es gibt, glaube ich, noch ein paar neue Maps, in denen man jetzt diesen One-on-One-Modus machen kann im Warm-Up. Nirum Larum und auch generell neue Maps. Aber es kamen ganz tolle neue Agenten, Agentinnen und eben Skins, Patches und Sticker hinzu. Und die Sachen zeige ich euch jetzt auch einfach mal geschwind, ne? Wir gucken hier kurz so durch in der Übersicht. Ich mache die jetzt nicht großartig auf, weil ja, was soll man schon sagen? Das sind ziemliche Keks. Okay. Die Exceptional Agents, also die Lilanen, sind dann schon so ein bisschen schicker. Vor allem oder sie. Moment, Sally. Das ist auf jeden Fall jemand mit einem Bart, ne? Die sehen alle ganz schick aus. Dann haben wir oben die Superior Agents. Und da ist natürlich ganz klar das Augenmerk auf Kondomkopf, Mann. Das wird auf jeden Fall mein Model, den brauche ich. Number K, den brauche ich unbedingt. Der sieht aus wie ich. Genauso wie ich. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich ein Kondom hole oder ob ich, was weiß ich, eine Strumpfhose hole, aber da musste ich ja aufstehen. Der Rest, naja, ja, sie ist jetzt so mittelprächtig. Hier hinten mit ihrem Kram. Erinnert direkt ein bisschen an dieses eine andere Spiel, ihr wisst schon. Und guck mal, die da. Da kann man sich verlesen hier oben, ne? Volzmann heißt die, nicht anders.
die schneidet, ich finde den Namen falsch vorliest, Vorsicht. Ihr seht auch hier schon, ne, also ich könnte jetzt 10 Sterne nutzen und mir hier einen von freischalten. Ihr habt also, und das muss man direkt hier erwähnen, das geht ja auch bei den Skins und sowas, die ich euch gleich alles noch zeigen werde. Ihr spielt also einfach diese Sterne frei und könnt die direkt einsetzen in Dinge, die auch einen Geldwert haben. Also diese Operation bezahlt sich dann wiederum von selbst, von alleine, so wie die letzte eben auch. Ne? Dann gibt es einmal diesen Daryl, der hat verschiedene Masken auf, ist aber immer derselbe Knilch. Finde ich jetzt nicht so nice. Ich meine, gut, der ist schon nice. Der geht nicht so gut. Der ist gut. Und dann kommt hier natürlich nochmal ein Whammond, die aber irgendwie keine andere Ausführung hat. Weiß auch nicht, warum nicht. Die ist halt so, wie sie ist. Einfach perfekt, komm. Und dann kam hier rechts jemand, sieht nochmal richtig dick Stuff oben drauf. Eine Operation-Kiste. Dann die Patches. Eine Kollektion. Und Sticker. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren, oder? Oder halt zumindest... eher weniger. Pass auf. Broken Fun Case. Guckt euch mal die Sachen an. Vendetta. Geht, ne? Komm. Dann haben wir diese wunderbare P90, die... ja... bäh. Aber jetzt passt auf, Leute. Da fängt schon an, langsam gut zu werden, ne? Yep, Kork. Einige im Stream haben vorhin schon gesagt, dass sie die sehr schick finden. Erinnert an Alien vs. Predator. Geht. Ich finde sie jetzt nicht ultimativ crank. Sie ist schon nicht schlecht. Sie ist jetzt nicht hässlich. Aber die Desaster, komm, da kann die AWP einpacken, ob. Was haben wir hier noch? Clear Polymer, eine Nova von Benetti mal wieder, man kennt's. Und dann ist diese hier noch, die Parallax am Start. Guckt euch das mal an. Mit euch schon schlecht? Mir schon. Schönes Teil, wirklich schönes Teil. Und jetzt guckt euch mal die an. Also wenn das nicht die schönste 5.7 der Welt ist. Guck mal da, noch Skill Grill ist hier vorne drauf. Hier hinten Miss Nitrex. Mit ihren Hunden Hasso und Fass. Die sind schon wirklich, oder? Guck mal da. Das habe ich übrigens gemalt. Genauso will ich so ein Drachenpony-Einhorn malen, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier natürlich noch so eine leckere Cyber-Security am Start. Die ist auch ganz nett. Des Weiteren eine ultimativ sick USPS-Monster-Mashup. Dann eine M4, die sich auch gewaschen hat. In weiß. Print Stream. Mhm. Ja, und dann eine Glock 18 Neonova. Wer hätte es gedacht? Die ist, ja, und halt sowas hier, was ich nicht anklicken kann. Aber es sind wohl neue Gloves. Also da haben wir schon geguckt. Es gibt in dieser Case oder in irgendeiner Collection sind jetzt Gloves dabei. Dann gibt es die Patches. Die mache ich jetzt nicht zwingend alle auf. Ihr seht es ja ganz nett. Wir haben schon festgestellt, dass die Silver Boys einen der geilsten Patches haben mit diesem Silver Dämon. Der sieht wirklich nice aus. Den werde ich mir, denke ich, auf jeden Fall draufpappen. Kann man sich mehrere Patches auf seiner Sache machen? Ja, ne? Hier, hier, hier und hinten. Dann natürlich noch hier den, also der Lem sieht auch extrem geil aus. Also da wird mir fast gar nichts mehr ausmachen, wieder down zu ranken. Und Global Elite ist aber halt auch nicht schlecht, ne? Ja, nice Teile, komm, da machst du nichts. Dann gibt's noch die Control Collection. Da suche ich euch jetzt nur meine Lieblingsteile raus, okay? Also, die ist ja komplett dumm. Wir haben einmal die, die ich nicht schlecht finde. Im Stream haben einige gesagt, nee, du, die ist... wie gegessen und direkt wieder oben raus losgeworden. Finde ich aber nicht. Die Farmers geht auch noch klar. Die UMP45 Crime Scene ist noch am Start. Ja, die kann man schon auch mal bespielen. Dann hier eine blaue M4A1S. Ich habe schon gesagt, für die ganzen Gauner, die dieses Knife so geil finden, dieses Saphir Knife, ist das natürlich schon eine tolle Sache, ne? Dann noch die USPS und jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Da sind ganz viele am Ausrasten, also nicht am Ausrasten gewesen, aber viele haben sich gefreut. Ich finde die gar nicht so nice. Sie ist wohl für ein paar Tausender pro Stück rausgegangen heute Nacht schon. Wir waren übrigens direkt am Anfang da, als die Operation rauskam. Ich glaube um 23.30 Uhr am 3.12. haben wir davon erfahren und dann konnte man sie sich auch direkt runterladen. Das ging sehr schnell. Es gibt ja noch eine Graffiti-Collection, die halt irgendwie, ich weiß auch nicht, also da sind natürlich so ein paar lustige Sachen dabei. Aber da spricht mich jetzt irgendwie überhaupt nichts an. Also wirklich so gar nicht. So gucke ich vielleicht manchmal, wenn ich mit einer Mac-10 spiele und verkacke. Aber sonst... interessant wird es dann wieder hier unten bei der Havoc Collection. Da gibt es dann auch so ein paar schicke Stücke wie halt diese Bengal Tiger. Ja, die Phoenix Blacklight. Da ist halt die Auflösung echt krepelig, ne? Schade. Schade, schade. Es gibt hier eine Glock 18 Franklin. Die AWP Silk Tiger ist echt krepelig. Wir haben uns schon gefragt, wie die ein Ding-Skin sein kann. Aber naja... dann die Mac-10 Hot Snakes und jetzt muss ich dann doch sagen, Yakuza, wo ich sie so direkt vor mir sehe und sie drehen kann und nicht nur auf einer Page bin, die geht schon klar. Und jetzt haltet euch fest. Ich finde die AK nice, ganz viele haben gesagt, naja, was sagt ihr hierzu? AK-47 X-Ray. Vielleicht ist sie kein Redskin, also sie ist rot, aber vielleicht ist sie eher so ein rosa, also Pinkskin. Okay, vielleicht auch noch lila, red ist sie eher nicht, ne? Aber trotzdem ist sie nice.
Laber nicht. Und jetzt hier zum, also als Beispiel, ihr könntet jetzt halt einfach hier 4 Stars benutzen, die ihr freigespielt habt und würdet jetzt hiervon eine Sache bekommen. Wahrscheinlich ist es bei mir das hier. Und wenn du ganz genau darauf achtest, ist die gar nichts, also die ist schon scheiße. Die sind schon kacke. Aber eigentlich auch nicht. Aber wahrscheinlich wird es bei mir halt sowas werden, ne, wie das hier halt auch. Schönes Haarentrittmuster, lecker. So, dann gibt's noch die Sticker Collection. Die sehen alle sehr edel aus. Die mache ich jetzt auch nicht alle auf. Es ist einfach nur ein Überblick über das gesamte Update, dass ihr wisst, was so abgeht, falls ihr zu früh ins Bett gegangen seid. Dann gibt es noch die Ancient Collection. Hier ist ziemlich viel Krepelei dabei, wobei, nee, was war denn hier nochmal nice? Also pass auf, die ist auf jeden Fall sick. Welcome to the Jungle, M41S. Komplett insane. Ich bin ja Fan von genau dieser Farbwahl. Sehr lecker. Und ja, die AK geht eigentlich auch, aber halt nicht so richtig. Sieht aus wie eine Jaguar, die hingefallen ist und dann von einem Kind nochmal neu gemalt wurde, ne? Ja, komm, naja. Das war's. Halt, stopp, die Galil. Nochmal ganz kurz die Galil. Geht schon. Ja, und dann zu guter Letzt, die Recoil Sticker Connection, Collection ist auch jetzt nicht komplett nice. Vielleicht so bei uns das interne Meme, My name is, ganz nett, ja. Aber sonst kann man damit nicht viel anfangen, oder? Also ich weiß es nicht, ob da jetzt wirklich jemand sagt, das, da sehe ich mich. Das sehe ich auf meiner Waffe. Irgendwie gar nicht, oder? Wo ist das her? Fehlt mir da der Bezug? Ist das irgendwie sowas, waren letzte Woche alle irgendwo auf einem Treffen und mussten halt diese Hallo, my name is Dingschilder tragen. Ja? Meins wird dann wahrscheinlich, wie wird meins aussehen? Kann man auf irgendeinem Schild einfach nichts, das hier, das würde ungefähr, wäre mein Schild. Man weiß nicht so genau, ist das ein Gesicht, ist das ein Name, ist das ein Schniedel? Ja. Das sind diese Sachen. Ich kann für euch noch geschwind nach den Handschuhen gucken. Also wir haben ja einmal diese Jade-Handschuhe, Broken Fang. Dann gibt es die ja nochmal in Unhinged. Ich sollte mal vielleicht hier weggehen. Ich gehe mal in die Mitte. Guck mal, dann gibt... guck mal da, in Gold. Ach, die sind ja goldig. Ja, ist ja gar nicht Gold. Warte mal, was laberst du? Ja, und dann hat nochmal ein paar andere. Da ist jetzt, würde ich sagen, nicht komplett krasser Kram dabei. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ihr könnt ja mal selbst durchgucken. So viel zu der neuen Operation. Wer sich jetzt noch nicht entschieden hat, ob er dafür Geld ausgeben soll, ich würde sagen, es lohnt sich alleine vom Spaß schon her. Und natürlich auch eben, also der finanzielle Fakt ist bedient, weil man eben mit diesen Sternen, die man sich ersnackt, kann man sich eben die Sachen kaufen. Ich könnte jetzt halt 5-mal diese Kiste öffnen, kostenlos. Und vielleicht ist irgendwas dabei, gerade jetzt am Anfang, was halt dann schon 3, 4, 5 Euro wert ist. Und man könnte, wenn man unbedingt den Wert der Operation wieder zurückhaben möchte, das schnell verkaufen und dann hat man den Preis ja wieder raus. Ich denke, es lohnt sich. Vor allem auch jetzt halt wegen den Streams. Man kann schön mitspielen bei uns, ne? Wir haben heute das alles gemeinsam gemacht. Ich habe davon nichts alleine gemacht. Es können zwar nie alle, die im Stream sind, mitspielen, aber wenn wir so durchrotieren, dann gibt es immer wieder Missionen, bei denen dann irgendwann mal jeder mit dabei war. Wir werden uns dann heute wieder ab 22 Uhr im Livestream sehen. Ich weiß nicht, wie lange ich dann durchmachen kann auf Samstag hin, weil es jetzt 5 Uhr gerade ist, Freitagmorgen. 4.57 Uhr, ich muss dieses Video noch schneiden, encodieren, hochladen, Thumbnail machen, Titel machen, Text machen. Ja, dennoch wird der Stream natürlich nicht ausfallen, ja, wir ballern rein. Ich hoffe, ihr seid da alle mit am Start. Falls irgendjemandem was nicht gefällt oder man irgendwelche positive, negative Kritik hat, ballert das ruhig auch mal raus, ja. Also ich finde, dieser Operation Start ist sehr gut gelungen und die Operation, was man jetzt so mitbekommen hat, ist nice. Falls jemand anderer Meinung oder auch derselben Meinung ist, haut's ruhig in die Kommentare, ihr wisst ja, dieser ganze Algorithmus, kack. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und auch Dislikes. Later, Preparator.